Heute wurden unzählige Transaktionen geprüft und ich bin hier, weil ich herausfinden soll, was denn eigentlich schiefgelaufen ist. Dann lassen Sie uns den Hinweis nachgehen und nach Beweisen suchen. Korruption hat bekanntlich viele Gesichter, die wir uns heute mal ansehen werden. Manchmal wundere ich mich, nach welchen Kriterien Herr Bauer Aufträge vergibt. Ich fand Andrea qualifizierter. Naja, klicken Sie die Personen an, die wir einmal genauer unter die Lupe nehmen sollten, und klicken Sie dann auf OK. Herrn Bauers Unterlagen sollten wir uns auch einmal genauer ansehen. Er soll ja Aufträge nach undurchsichtigen Kriterien vergeben haben. Hier waren Schecks in einem Umschlag mit an eine Auftragsbestätigung geheftet, zahlbar an Ralf Bauer. Frau Drees scheint ja eine Menge Geschenke anzunehmen, die nicht mehr so ganz im Bereich des Üblichen liegen. Welche dieser Zuwendungen erfüllen Ihrer Meinung nach den Tatbestand der Korruption? Ich bedanke mich für die spannende Hinweissuche mit Ihnen. Ich denke, uns allen ist jetzt ein Stück weit klarer, wie wichtig Transparenz und klare Richtlinien im täglichen Arbeitsleben sind.